Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs. Der Mordrak hatte wieder geschrieben, dass ich hier doch schauen muss mit dem Sauerstoff. Haben wir definitiv immer noch ein großes Problem. Hier oben ist es auch so, dass verschmutzter Sauerstoff sehr viel drin ist. Also das heißt, da müssen wir definitiv noch was dran erarbeiten. Hier ist Sauerstoff und da ist Sauerstoff. Hier gibt es auch verschmutzten Sauerstoff, okay. Ja, aber der wird doch durch diesen Filter hier gefiltert eigentlich, oder? Lufterfrischer Sauerstoff, atembares Gas. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass hier kein verschmutzter Sauerstoff ist, ne? Und Sauerstoff insgesamt ist natürlich mau. Wir kriegen das CO2 hier auch nicht weg. Das ist so ein bisschen schlecht. Wir haben auch das Wasserproblem, was uns auf uns zukommen wird. Gerade ein bisschen schwierig. Natürlich haben wir hier super Sauerstoff, ne? Das ist klar, ne? Verschmutzt. Ne, das ist alles verschmutzter Sauerstoff. Das ist gar nicht Sauerstoff. Das meinte der Mordrak. Okay, ihr guckt das Logo und dann schauen wir weiter. Ja, dann müssen wir hier einfach nur den Sauerstoff ein bisschen reinkriegen, ne? Das ist das, sie gehen hier hoch und kriegen Debug, das meinte er. Und dann haben wir hier noch diese Pflanze, die dann da irgendwie diagonal ausgegraben wird. Aber wir sind ja hier schon auf dem besten Weg dahin. Ich glaube, wir müssen das Feld dann ausgraben. Dann müssten wir aber zusehen, dass wir dieses Feld nicht ausgraben wahrscheinlich, weil dann können wir so diagonal das vielleicht schaffen. Okay, lass mal hier gerade den Sauerstoff weg erst. Kurz Graben auswählen und ich glaube, wenn wir das Feld mitgraben, dann sollte das funktionieren, dass wir dieses Diagonal kriegen, weil die dann da hochkrabbeln können. Aber das dauert ja noch. So, und hier ist jetzt der kontaminierte, schmutzige Sauerstoff, den wir jetzt sauber machen müssen. Und ja, die einfachste Art und Weise, Sauerstoff zu reinigen, war das jetzt hier drin? Ja, ist dieses Teil da hinzustellen, ne? Und vielleicht. Ja, da ist ja so ein. Ach, da steht sogar tatsächlich schon einer. Komm, dann machen wir da auch noch einen hin, oder? Ach, kein Strom. Das ist unser Problem. Okay. Ja, Strom ist so eine Sache, ne? Das ist das nächste, was wir haben. Wir haben nur Probleme hier. Das ist das Doofe an der ganzen Geschichte. Leitern. Das sind die dünnen Kabel, glaube ich, ne? Und das hier ist ja schon ein dickeres Kabel. Vielleicht müssen wir mal schauen, dass wir. Ah, warte mal, hier ist noch. Ne, das ist ja. Warte mal, da müssten wir hier vielleicht noch schauen, dass wir so ein Teil noch mehr haben. Und das könnte man ja eigentlich hier auch nach links bauen, ne, oder? So ein Transformator. Ja, Transformator. Dann lass uns doch mal einen bauen. Strom ist schon richtig. Und dann ein kleiner Transformator. Wo finden wir den jetzt hier? Großer Transformator, kleiner Transformator. Den will ich jetzt mal einfach hier hinbauen. Und dann müssen wir nur schauen, dass wir den auch anschließen. Da brauchen wir doch wieder Stromleitung, ne? Das waren jetzt die bis 1000 Volt, oder? Ich hoffe es. Muss man das so machen? Mache ich das so richtig? Ich weiß es nicht. So, der Strom muss da rein, ne? Genau. Und dann muss der Strom da raus. Dann kann er hier hoch, oder? Dann da rüber. Und dahin. Und da müssen wir gerade wieder was wegmachen, was wir gerade falsch gemacht haben, ne? So sieht es auch gut aus, oder? Dann sind nur die da dran und dann da unten, den müssen wir auch noch machen. Warte, nochmal Strom. Kabel. Okay. Hier war jetzt gerade schon wieder zu sehen, dass die. Komm, der eine geht noch, oder? Aber der hat auch schon keinen Strom hier. Ist nicht angeschlossen. So sieht's aus. Das hier so eine Steigleitung, ne? Komm, den müssen wir da anschließen. Geht gerade nicht anders. Und die sind ja wunderbar hier schon am Arbeiten, wie man sieht. Kriegen die schon hin und den verschmutzten Sauerstoff, den kriegen wir bestimmt auch noch weg. So, wo war jetzt die Ausgrabungsstätte für die Wurzel? Hier oben noch weiter, ne? Ja, genau. Okay, das wird noch seine Zeit brauchen. Und wir müssen irgendwie ans Wasser kommen, das schmutzige, verschmutzte Wasser, um das sauber zu kriegen dann, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen mit den Keimen. Das war dieses Symbol. Hier sind gar keine Keime. Das bedeutet ja, dass wir dieses Wasser hier wunderbar rausholen können, oder?
Und jetzt, die Menge ist natürlich nicht die größte, aber bevor wir nichts haben, haben wir ein bisschen, ne? Wie sieht's denn hier so weiter mit Keimen aus? Okay, hier sind Keime drin, das ist schlecht, da auch. Da wäre viel Wasser, aber leider auch viel Keime. Hier unten sind auch Keime. Haben wir denn irgendwo noch Wasser ohne Keime? Nur da oben das bisschen. Käme man hier vielleicht dran ohne? Vielleicht käme man hier auch dran, ne? Das ist nicht so weit weg. Hier ist auch nochmal Wasser, aber leider sieht es auch verschmutzt aus. Das bedeutet, dieses hier ist am besten zu kriegen eigentlich, ne? Würde das Sinn machen, das runterfallen zu lassen? Dann friert das hier ein und ich kann es dann einfach abbauen, so mitnehmen als Eis. Ist eine Idee wert, ne? Hier sind schon mal Algen, ne? Ja, hier oben ist auch noch mehr. Warte mal, dann machen wir mal die Keime an. Das sieht auch aus, als ob hier nicht so viel Keim ist, ne? Das kriegen wir vielleicht auch noch da raus, weil das ist ja hier Schleim, den wir dann auch tatsächlich selber verarbeiten können, wenn da keine Keime drin sind. Das ist ja auch noch gut, ne? Lass mal gerade noch mal die Keimliste-Tür aufmachen. Ja, dann bauen wir doch mal gerade hier. Graben wir doch mal nicht nur in die Richtung, sondern auch gerade in die Richtung, ne? Erstmal so ein Stück. Dann müssen wir noch überlegen, was wir da machen, weil hier ist ja auch so verschmutzter Sauerstoff. Kohlendioxid, das ist ja nichts Schlimmes im Endeffekt, ne? Den Sauerstoff müssen wir nur sauber kriegen mal irgendwann. Ja, oh, hier geht es ja richtig voran jetzt, komischerweise. Wie sieht's denn, ach so. Nee, warte mal, die Filter sitzen etwas tiefer. Hier, okay, die sind, werden auch schon gebaut tatsächlich. Also die Filter sitzen schon mal da sogar. Und ja, die haben jetzt gerade durch die Anschlussleitung den Boden unter den Füßen weggezogen, ne? Voll isoliert. Nee, machen nur Ziegel, brauchen wir jetzt nichts anderes. Wird schon werden, oder? So. Ja, der müsste jetzt schon laufen, oder? Ist ja kein Steckersymbol mehr dran. Ne? Hier fehlt eine Ressource, zu wenig Ressourcen. Wasser, ja, Wasserproblem haben wir, definitiv. Weil die Pumpe nicht mehr im Wasser sitzt, noch besser, ne? Zerlegen. Und Sanitär. Handpumpe neu setzen. Und zwar hier dann, ne? Das müsste so klappen, oder? Ja, das Wasserproblem wird größer. Das reißen wir ab. Und daneben können wir noch wischen, ne? Glaube ich. Ja. Können wir hier auch wischen? Ja, da könnte man auch wischen. Gut. Was macht hier? Glück, 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 Glück. Aber Sauerstoff. Algen. Wo bleiben wir denn? Nur noch eine Tonne Alge. Das ist schlecht. Ich glaube, wir müssen hier oben viel schneller den Schleim abbauen, damit wir den dann umwandeln können in, sag schon, in Algen. Da ist sogar eine Alge direkt. Ich glaube, wir müssten erstmal hier unterbrechen. Machen wir da Abbruch. Dass die erstmal nur nach da graben, weil das jetzt gerade, glaube ich, wichtiger sein könnte, ne? Hier sind ja auch Algen, die sollten wir vielleicht auch nochmal gerade holen. Ich glaube, die können hier sogar runterkrabbeln, oder? Der ist unerreicht, aber der nicht. Siehst du, klappt sogar. Dann haben wir schon mal da auf jeden Fall ein paar Algen mehr. Hier ist ja auch noch ein großer Algenvorrat. Den müsste man nur mal gerade erschließen, ne? Da müssen wir eine Leiter definitiv ziehen, damit das klappt. Und dann ziehen wir da noch einen Fußboden rein. Dann müsste das gehen, oder? Okay, hier ist schon tatsächlich ein bisschen weiter gemacht. Das ist Schnee. Verflüssigbar.
Wenn ich den abgrabe, ne? Kann ich den. Wie kriege ich den denn da hin? Naja, weiß ich auch gerade nicht. Okay, hier sehen wir schon mal Dinge, die nicht funktionieren. Vielleicht fehlt es auch an Kupfer. Sollten wir vielleicht mal hier Kupfer zu Kupfererz erhöhen. Gucken, dass das klappt, ne? Hier haben wir ja natürlich Wasser und das wird ja auch mehr, das schmutzige Wasser. Ja, der Kreislauf, der muss aber funktionieren am Ende, ne? Und wir müssen definitiv sauberes Wasser haben. Ah, guck, die eine Pumpe ist schon abgebaut. Dann lass uns mal schnell hier Prio erhöhen auf 8. Hier ist nämlich dann auch irgendwann Sabbat, ne? Gut. Wie sieht's aus mit den Algen? Noch 1100. Da kommen wir gerade mal so hin. Hatchling-Eier haben wir 2 Einheiten, okay. Lass uns die doch mal zu Spiegeleier machen, oder? Wo war die Küche? Hier. Ne, kompostieren. Ich will nicht kompostieren, ich will Eier machen. Puffprinz-Eier haben wir auch noch. Okay, aber das will ich jetzt nicht aufschlagen. Die Hatchling-Eier, die können wir ruhig mal machen. Hier, das sieht ganz gut aus. Das ist nur die Frage, die Algen. Was ist hier drin? Alle steht da drin. Organisch. Ah, da kommt Schleim rein, okay. Aber ist das gut, dass da Schleim reinkommt? Reicht das Wasser hier, dass da nichts gammelt? Bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber wir müssen definitiv jetzt hier gerade aufräumen. Was ist denn jetzt hier? Kohle, okay. Ach, das hat er hier gemacht, ne? Hm. Jetzt gibt es da noch was im T Dingens hier. Wähle Blaupause. Gucken wir uns noch mal an, ne? Hilfspaket Eis, 1500 Gramm. Nee. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Achso, wahrscheinlich ist das Wasser 1500 Gramm und 4000 Kilo sind es Eis. Das hier sind diese Erdöldinger, ne? Oder? Aber da haben wir schon mal irgendwo was probiert, glaube ich, oder? Obwohl, die wären ja ideal für unser Fall Kohlenstoff, Kohlendioxid. Oh, ist das ein Versuch wert? Weiß ich nicht, ne? Komm, wir probieren es aus. Das Eis wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich will ja mal was testen dann. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die hier unten dann hinkriegen, ne? Und zwar wo? Gute Frage, ne? Hier muss eine Brutmaschine dann hin. Aber das ist alles offen. Aber okay, das wäre nur da offen und hier offen. Und das Erdöl müssen wir natürlich auffangen. Wäre ein neuer Bereich fällig, denke ich mal, oder? Ja. Irgendwie kriegen wir das aber hin. So, jetzt mal schnell überlegen. Wir müssen eine Basis hier haben. Die Hitze ist da schon ab. Das ist also egal. Wir machen hier erstmal. Ne, wo ist die Wand? Da ist die Wand. Hier ist der Boden. Ne, das ist schon wieder schlecht. Abbruch. Abbruch ist richtig, weil da muss flüssigkeitsdurchlässiges Gemäuer hin. Luftdurchlässig. Wenn um Böden für Räume zu bauen, lässt Flüssigkeiten und Gase durch. Also das ist richtig. Die kommen jetzt hier rein, ne, oder? So, passt. Dann bitte einmal hier graben. Und da auch graben. Vielleicht ist es zu hoch, aber das können wir später noch ändern. Und dann würde ich definitiv hier ist das unter Nahrung, die Brutmaschine? Ja. Die würde ich definitiv hier hinstellen wollen erstmal. Mach das erstmal so, die Brutmaschine. Und die braucht. Ah, wir müssen aber vorübergehend wahrscheinlich 3 Eier da haben für die 3 Eier, oder? Kann das sein? Und ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich hier die Prio ändern. Weil das will ich jetzt schnell haben, bevor die da nachher verloren gehen, ne? So, die Brutmaschine
Machen wir da Strom dran oder nicht? Gute Frage. Wir machen aber erst hier einen Cut, sehe ich gerade. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.